Platte über Platte, und in der Stadt verschrien. Doch die Leute hier, frag sie doch, sie liebt tausende Geschichten von tausenden von Menschen. Menschen wie du und ich, und jeder Mensch muss kämpfen. Tür an Tür, Hand in Hand, vergessen wir den Streit. Denn wir sind uns alle ähnlich in diesem schönen Wald. Korangelehrter oder Berber, Bauarbeiter, Gangster, Lehrer, wunderschöne Mamas und Töchter, gute Leute und auch schlechte, Vogelschrei und Katzenschleicher. Dies ist nicht die Stadt der Reichen, dies ist das Leben, hart und ehrlich. Nachts ist es hier auch gefährlich, komm auf den Punkt, so ist es halt, hier in diesem schönen Wald. Das ist die Fischerschule. Oder besser gesagt, die integrierte Gesamtschule Erwin Fischer. Sie beschäftigt täglich um die 370 Schüler. Die werden unterrichtet von 30 Lehrerinnen und Lehrern. Zwei Frauen kümmern sich darum, dass die Schule sauber ist und bleibt. Und der Hausmeister hat die ganzen technischen Angelegenheiten in der Hand. Selbstverständlich gibt es auch eine Schulleiterin, Frau Kagel. Mein Name ist Heike Kagel, ich bin Schulleiterin der integrierten Gesamtschule Erwin Fischer in Schönwalde 1. Wenn Sie fragen, was ist heute als Schulleiterin anders als vor 10 Jahren, kann man Folgendes sagen. Heute ist der Beruf eines Schulleiters vergleichbar mit dem eines Geschäftsführers einer kleinen Firma. Das heißt, wir kümmern uns heute nicht nur um die pädagogischen Inhalte, um die Arbeit mit und an dem Kind, sondern heute kommt dazu, dass Sie auch verantwortlich sind für das Kollegium, für die Mitarbeiter an zweiter Stelle und, was heute dazugekommen ist, für die Finanzen der Schule. Hat ein Jugendlicher, der in Schönwalde aufwächst, die gleichen Chancen wie ein Jugendlicher in der Stadt? Wenn man hier als Jugendlicher aufwächst in diesem Stadtbereich, hat man andere Chancen und andere Möglichkeiten als in der Altstadt. Durch kommunale Einrichtungen, sprich also Kindergarten, Schule, Ortsteiltreff, Jugendclub, versuchen auch wir hier für die Kinder und Jugendlichen entsprechende Angebote zu machen und die Angebote der Altstadt wenigstens ein bisschen hier auch noch in diesen Bereich zu bringen.
trotzdem denke ich, dass Kinder in der Innenstadt und Jugendliche in der Innenstadt andere Möglichkeiten haben als hier draußen. Jeder Mensch hat andere Vorstellungen vom richtigen Leben. Jeder Mensch kann Sachen, die andere nicht können. Wenn wir das verstehen und bereit sind, unsere Gaben mit einzubringen, kann auch in diesem kleinen Stadtteil eine große Sache entstehen. Doch alles fängt erstmal klein an. Was macht man eigentlich nach der Schule in Schönwalde? Was hast du gemacht, Felix? Aber ich bin dann nach Hause, erstmal schön mit meinen Eltern gegessen. Da ist man vor dem PC gesessen, Facebook und sowas gewesen. Und dann bin ich erstmal rausgegangen, mich mit meinen Jungs getroffen. Und da hatten wir halt ein paar richtig geile Plätze. So, und da ist da einmal der Dubnerring, speziell der Sportplatz, wo wir halt immer waren, Fußball spielen, was nicht alles. Halt gab es auch öfters mal einzelne Schlägereien. Aber wir haben auch sehr oft gegrillt und hatten viele geile Momente dort. An Schönwalde denke, ist da auch noch ganz klar der Kinderschutzbund. Da war ich schon, seit ich ein ganz kleiner Piepen noch war. Also halt noch heute noch öfters mal da mal vorbeischauen, wie es den Leuten so geht. Weil ich da alles mögliche mehr gemacht habe, schon älter war, so immer so Playsy gezockt und so Karten oder sowas halt. Aber kann man sich halt immer seine Langeweile so vertreiben. Die Leute sind da voll nett und so. Ich find's richtig geil da. Da hängen schon viele Erinnerungen dran. Ne? Das Labia im Stadtteilzentrum Schönwalde 2, Schwalbe. Das ist halt ein richtig geiler Ort zum Chillen und so. Leute sind voll cool, zum Beispiel Bank, der Chef da, immer für einen Witzparat und so. Dann haben wir da auch viele Projekte gemacht. Einmal zum Beispiel einen DJ-Workshop mit Ali. Und vor allem da habe ich auch angefangen mit Rappen. Auch wieder mit Ali. Dann haben wir da unsere ersten beiden Alben gemacht. HWW Beach und Chillers Compilation. Dann weiß ich noch, dieser eine Moment, da haben wir das Intro von unserem Album HGW Beach gemacht. Weißt du, auf einmal geht der Feueralarm los, ich und die anderen alle so gedacht, boah, was ist das denn jetzt? Und ich guck so, Feueralarm so, hat er nichts gebrannt, da hat irgendeiner von uns aus Versehen den Knopf gedrückt. Haben uns halt nicht stören lassen, haben wir über die Jacken rübergegangen und haben weitergehört. Was ist denn eigentlich der Sinn des Labyrinths? Der Sinn des Labis. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass hier die Jugendlichen und Kinder aus dem Stadtteil Schönwalde 2 immer einen Ort haben, wo sie hinkommen können, wo sie auf offene Ohren treffen, wo sie ihre Probleme besprechen können und wo sie ihre Zeit sinnvoll verbringen können. Was macht das Labyrinth denn so einzigartig? Also ich finde auch, dass es das Labi einzigartig macht, dass man die Kinder begleiten kann. Was weiß ich, vom Grundschulalter über das Jugendalter bis hin zum Erwachsenenalter. Denn das gibt es ja ganz oft, dass man zu manchen Kindern und Jugendlichen über viele Jahre den Kontakt auch halten kann. Durch dieses Haus, weil es hier eben so vielfältige Möglichkeiten gibt. Ich finde, einzigartig ist eben, was Christina schon sagte, diese Vielfalt und dass darüber, also hier auch Leute herkommen, die sonst vielleicht gar nicht in ein normales, in Anführungsstrichen, Jugendzentrum gehen würden, dass sich also hier auch mal Senioren treffen und auf der Wiese Golf spielen oder hier bei uns im Café auch mal sitzen und einfach klönen und dass es da Begegnungsorte gibt für Menschen unterschiedlicher Generationen. Das finde ich ist schon leider sehr selten in unserer Gesellschaft und hier im Stadtteil glaube ich schon auch einzigartig. Je tiefer man ins Labyrinth vordringt, desto vielfältiger nimmt man auch das Angebot wahr. Heute haben wir zum Beispiel Julias Hip-Hop-Tanzgruppe im Veranstaltungssaal.
Bewegung macht doch Spaß. Und dann noch zu so einer schönen Musik? Super. Außerdem, wenn die Kids so weitermachen, können sie damit später eine Menge Geld verdienen. Ganz objektiv gesehen besteht das Labyrinth wirklich aus lauter Gängen und Türen. Aber hinter manchen Türen geht's tierisch ab. Yo, Leute! Wollt ihr mal sehen, was richtig abgeht, Mann? Ich sag's euch! Es ist er, Herod und Alibaba! Die Kombo, Mann! Das Trio, Mann! Hier direkt für die Schönweide Doku, Mann! Schnallt euch an! Das ist Schönweide 2, hol mir'n Döner beim Side und dann geht's zu den Jungs. Kürzneger 3, Tolstoi, Macker statt Rolls Royce und Brada. Hier ist man broke, arbeitslos, abgefuckt, Mann. Hab ich das wirklich gesagt, hab hier alles, weshalb ich das Viertel nie verlass. Wurze, Homeboys, Schule und Läden, komm nach SW, hier kannst du noch Kultur erleben. Und ich rede nicht von Alkis, die am Rewe stehen, sondern die ohne viel Cash gerade durchs Leben gehen. Und wird dein Fahrrad mal geklaut, sei nicht traurig, das machen die in Bayern doch raus. Herr Wittesa und Ali chillen in der Hood, hier sieht man kein Ferrari. Komm vorbei, wir machen Sightseeing im Block, heißt A. Schönwalde Rock. Blocks für die Blocks, tolles, deutsches Nummersoft. Schönwalde Rock. Das Ghetto von HGW tritt ans Tageslicht. Schönwalde Rock. Von den Blocks für die Blocks, tolles, deutsches Nummersoft. Schönwalde Rock. Das Ghetto von HGW tritt ans Tageslicht. Schönwalde Rock. Es ist der Hood, represent, ich spuck die Zeilen für die Gegend. Schönwalde 2 heißt Highlight für Milan, ist okay, dass es hier dreckig ist. Chill im Block in der Tolstoi und rap den Shit, es ist er back in Biss, alles cool, hier das Viertel rockt straight out. Aus Schönwalde 2 heißt kein Bock, kein Job, scheiß drauf. Recorder Zeilen in einem Reihenhaus, bis der Nachbar abkackt wie'n Kreislauf. Hier yeah, kulturell geht einiges im Ghetto. Multikulturell heißt in Greifswald Makarenko. Schönwalde 2, Mode, Nike, Schuhe und Hoodie. Boxen fürs Handy, um die Mucke zu pumpen, sie. Solange du down mit der Hood bist, ist sie down mit dir. Und wenn du Ärger mit den Alkis hast, dann kauf ihn Bier. Solange du das hier respektierst, ist ja alles top. Es ist er, Alter, Schönwalde Rock. Von den Blocks für die Blocks, Tolstoi bis Nomasov. Schönwalde Rock. Das Ghetto von HGW tritt ans Tageslicht. Schönwalde Rock. Von den Blocks für die Blocks, Tolstoi bis Nomasov. Schönwalde Rock. Das Ghetto von HGW tritt ans Tageslicht. Schönwalde Rock. Die Leute hier gehen ab, keine Angst, komm vorbei. Alles easy, alles cool, man, keine Schlägerei. Ihr wohnt zwar richtig viel harter, ist so. Aber du kannst hier deinen Spaß haben, Capisho. Geht in den Block, geht in den Freeze, geht in mal die Schönwalde. Schicke Tiers, coole Typen, durchgeknallt. Es gibt alte, mittelalte und Kids auf der Straße. Die Leute hier sind Kämpfer, man, sie schaffen alles. Es gibt Ärzte, Künstler, Leute vom Bau und Käfer. Es gibt hier Geld und es gibt hier Leute, die am nichts waren. Ist dieser schöne Wald, der Dschungel des Lebens. Wie man's reinschreit, so kommt's raus, versteht? Von den Blocks für die Blocks, tolles, deutsches Nummersoft. Schönwalde rockt. Das Ghetto von HGW tritt ans Tageslicht. Schönwalde Rock. Von den Blocks für die Blocks, Tolstoi bis Nomasoft. Schönwalde Rock. Das Ghetto von HGW tritt ans Tageslicht. Schönwalde Rock. Wir wohnen zwar alle hier im gleichen Viertel, aber jeder nimmt es auf seine Weise wahr. Durch die verschiedenen Erfahrungen und Erlebnisse hat jeder Mensch seinen individuellen Eindruck von diesen Straßen und Plätzen. Was ist Schönwalde für dich? Ja, Schönwalde, so ist mein Viertel, da wo meine ganzen Leute, ist eigentlich ganz schön hier, auch wenn viel Scheiße passiert, wenn man viel Scheiße hört, aber man kann sich eigentlich nicht drüber beschweren, weil hier ist es eigentlich ganz schön so, auch wenn es ein bisschen Ghetto ist, aber es ist eigentlich so an sich schon ganz geil hier zu wohnen, so bei die ganzen Leute und es ist einfach alles schön. Ich mag es hier. Ja, das Einzige, was ich in Schwalde richtig geil finde, ist die Schwalde. Also ich und mein Kumpel, wir finden Schönwalde geil, weil man das so richtig geil schön kann. Spiele kaufen kann. Und Spiele kaufen kann bei Henry. Ja, Schönwalde, das ist meine Heimat seit 1984. Seitdem wohne ich hier und bin auch nicht wieder weg. Ja, ich wohne noch nicht lange in Schönwalde, aber mache meine Ausbildung hier, habe viele coole Leute kennengelernt, gute Gegend. So, ich bin Lothar Fehlhaber, ich bin gebürtiger Greifswalde. Ich bin nach Schönwalde gezogen, 1993. Und mir gefällt es auch hier. Aber früher kamst du gar nicht rein hier in Schönwalde, weil oft viele andere gewohnt haben hier.
Also wir waren abgestempelt gewesen. Wir mussten in der Altstadt wohnen. So, aber mir gefällt Schönwalde. Jo, ich bin Pelny, ich bin hier öfters in Schönwalde, weil hier meine ganzen Leute wohnen. Hier habe ich Spaß, feiere öfters. Ja, yeah, und naja, was man alt so macht. Ja, hier in Schönwalde lässt sich sehr gut wohnen. Ich wohne schon seit 10 Jahren hier in Schönwalde. Bin hier auch in meiner Kindheit gut aufgewachsen hier. Das war 1973. Also ich finde cool von Schönwalde, dass hier nicht so viel hektisch ist. Alles grün, alles cool, alles geschillt. Nicht so wie in der Stadt, alles eine Hektik und so alles. Ja, Schönwalde gefällt seinen Bewohnern und das ist schön. Das heißt aber nicht, dass jetzt alles in Butter ist und man sich nicht mehr kümmern müsste. Nee, im Gegenteil. Um Schönwalde so liebenswert zu erhalten, ist viel Arbeit notwendig. Und das ist bekannt. Deshalb gibt's hier ein Quartiersmanagement von der Caritas. Die Mitarbeiter hier kümmern sich um das soziale Miteinander in der Nachbarschaft. Es gibt hier zum Beispiel jede Woche das Seniorenfrühstück oder die Migrationsberatung. Außerdem finden hier regelmäßig Deutschkurse und Nachhilfekurse statt. Hier trifft sich auch das Redaktionsteam der Stadtteilzeitung und sorgt dafür, dass viel Wissenswertes in die Briefkästen der Nachbarschaft wandert. Herr Golin, was ist die Hauptaufgabe des Quartiersbüros hier in Schönwalde 2? Das Quartiersbüro oder das Quartiersmanagement, wir arbeiten im Auftrag des Programms Soziale Stadt beziehungsweise im Auftrag der Universität und Hansestadt Greifswald für dieses Förderprogramm Soziale Stadt. Mhm. Und Ziel ist es im Endeffekt, die Lebensbedingungen der Bewohner hier im Stadtteil so zu gestalten, dass sich die Leute hier wohlfühlen und dass die Leute auch langfristig hier im Stadtteil wohnen und Schönwalde 2 auch in 10, 20, 30, 40 oder auch 50 Jahren noch ein sehr wohl nachgefragter Wohnstandort ist. Okay. Und wie realisieren Sie das? Wie wird das realisiert? Im Endeffekt geht es darum, wir fragen die Leute, was wünschen sie sich denn für Projekte? Und wir entwickeln mit den Leuten zusammen Projekte, die dann im Stadtteil umgesetzt werden. Das können Projekte unterschiedlichster Art und Weise sein. Mhm. Wichtig ist, dass es im Sinne der Bewohner sind. Das können Projekte mit Kindern und Jugendlichen sein, das können Projekte zur Gesundheitsförderung sein. Das sind aber auch Projekte, die die Verbesserung des Wohnumfeldes zum Ziel haben oder auch einfach das Image des Stadtteils insgesamt verbessern. Ja, okay. Mhm. Und was sind die Kriterien oder Voraussetzungen, um so ein Projekt gefördert zu bekommen von Ihnen? Die Kriterien für diese Projekte sind eigentlich relativ weit gefasst. Im Endeffekt, wenn Sie eine Idee haben, kommen Sie zu uns und wir gucken, können Sie das Projekt dann entsprechend selber umsetzen oder brauchen Sie Partner dazu? Haben Sie vielleicht schon Partner? Was sind für Voraussetzungen da? Wir versuchen Sie zu unterstützen, einfach bei der Realisierung des Projektes. Dann muss man das auf ungefähr eine Seite schriftlich festhalten. Wir haben da ein relativ unkompliziertes Antragsformular. Unsere Lenkungsgruppe, die entscheidet dann nachher noch über dieses Projekt. Mhm. Und dann kann es umgesetzt werden. Mhm. Ja, schön. Und gibt es Projekte, wo Sie sagen, das war jetzt irgendwie was ganz Besonderes oder was ganz Kreatives, irgendwelche Projekte, die Ihnen da im Hinterkopf noch sind, was ganz gut gelaufen ist oder so vielleicht auch? Ja, also ganz toll finde ich, wir haben irgendwie vor einigen Jahren mal ein Tanzprojekt in Schönwalde 2, so ein Sommertanzprojekt auf den Weg gebracht und dieses Tanzprojekt, das wird jetzt von dem ISA e.V., also vom Labyrinth und von ÖDS gemeinsam seit Jahren schon immer jedes Jahr wieder neu aufgelegt und die haben das einfach übernommen und führen das fort. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Herausragend sind auch immer, denke ich, die Kalenderprojekte, ja, die in der Regel von Schülern, von Kindern, Jugendlichen gestaltet werden. Quasi Jahreskalender. Die Stadtteilfeste sind solche Punkte, sind solche Termine, die auch nachhaltig wirken bei den Bewohnern, die auch in der gesamten Stadt positiv wahrgenommen werden. Aber es sind auch einfach Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen, so kleinere Ideen, die einfach unspektakulär umgesetzt werden können, wie zum Beispiel die Aufwertung dieser Ecke Makarenko-Straße, Ernst-Thielmann-Ring. Das sind, ja, wo diese bunten Bänke dort platziert wurden, da sind Bäume gepflanzt worden und ja, das sind eigentlich Punkte, die ich jetzt einfach mal spontan hervorheben würde. Wir sehen also, es gibt viel zu tun und es wird auch viel getan für diesen schönen Stadtteil.
Aber jetzt hat Herr Golin erstmal Feierabend. Na dann, tschüss, machen Sie es gut.